Wir möchten dich ganz herzlich einladen zu einer Konferenz, die wir geplant haben, die wir prophetisch von Gott empfangen haben. So, das Thema von dieser speziellen Konferenz heißt Neuland. Hm. Neuland, genau. Das war ein Titel, den der Herr uns gegeben hat. Und sie findet statt über den Tag der Deutschen Einheit, ja. 2., 3., 4. Oktober 2020. Wir sind gespannt. Ja, und das Ganze ist deshalb gekommen, weil in der jetzigen Situation ist es so, dass man sich auf, man weiß gar nicht mehr, auf welche Informationen man sich von welcher Quelle überhaupt noch verlassen kann. Ja. Als Christen weiß man nicht, was ist wirklich verlässlich, was ist vertrauenswürdig. Und deshalb ist es für uns umso wichtiger zu wissen, was sagt denn Gott in der jetzigen Situation. Deshalb ist Prophetie extrem wichtig und da wollen wir uns danach ausstrecken. Genau. Die Konferenz wird beinhalten Lobpreis, Shofar, mit Shofar läuten die Shofar blasen, dass wir die Proklamationen damit unterstützen. Wir werden Lobpreistanz dabei haben mit Bannern und mit Flaggen. Wir werden Befreiungsdienst anbieten, Gebet anbieten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, bei dieser prophetischen Konferenz dabei zu sein. Ja. Und am Samstagvormittag wird es eine prophetische Zeichenhandlung geben, die für unsere Nation sehr wichtig ist, nach unserer Meinung. Etwas ganz Spezielles, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Genau. Und diese Neuland-Konferenz, das ist etwas, was mich persönlich schon vom Titel her sehr, sehr ermutigt hat. Denn die Zeit, die jetzt hinter uns liegt, die ist für uns wirklich herausfordernd gewesen. Es war wirklich ein Stück Wüstenzeit, wie wir das empfinden. Und für die ganze Nation, für weltweit, die Dinge, die gerade passiert sind oder immer noch da sind. Wir sind jetzt Ende Juli angekommen und wir möchten gleich darauf hinweisen, dass man sich zu dieser Konferenz anmelden muss. Über unsere Webseite kannst du diese Konferenz aufrufen und du musst dich dafür anmelden. Das sind die Gegebenheiten, die einfach jetzt, Ende Juli, wie gesagt, vorhanden sind noch. Wir beten da rein, dass diese Restriktionen an diesem Oktoberwochenende nicht so scharf sind. Aber im Moment ist es hier bei uns in Hessen nur erlaubt bis 250 Teilnehmern in dieser Halle, die wir angemietet haben. Wenn also mehr als 250 Leute sich jetzt anmelden, müssen wir eine Warteliste anlegen. Dann werden wir euch danach anschreiben können, wenn es offener werden sollte. Ja. Wir müssen das alles ein bisschen unter Vorbehalt sagen, aber ich bin sicher, ihr kennt das auch aus eurem normalen Umfeld, aus eurer Gemeindearbeit. Wir leben in diesen merkwürdigen, komischen Zeiten, wo wir wirklich flexibel auf diesen Termin zulaufen. Ja. Aber es ist absolut wichtig, sich anzumelden. Ja. Und du kriegst auch ein Ticket, beziehungsweise kannst es ausdrucken oder kriegst es zugeschickt. Ohne Ticket kommt man nicht rein. Ja. Es wird also keine Möglichkeit geben, einfach hinzukommen und reinzugehen. Es gibt keine Tageskasse oder was. Es ist eine Veranstaltung. Das ist einfach von den Gegebenheiten notwendig. Du musst dich anmelden und du musst ein Ticket haben. Deshalb, 250 Leute ist nicht viel, empfiehlt es sich wahrscheinlich relativ schnell zu sein. Auf der Webseite gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden. Du kriegst da auch Infos über Unterkunft und so weiter, wer noch nicht bei uns gewesen ist. Also einfach die Einladung, dabei zu sein. Es lohnt sich. Wir haben in der Regel super begeisterte Rückmeldungen immer von den Konferenzen. Und es ist kostenlos. Die Veranstaltung selber ist kostenlos. Wir werden natürlich Opfer einsammeln. Aber es ist uns wichtig, dass man da also auf jeden Fall dabei sein kann. Und es wird cool. Ja. Es wird cool und bunt und laut. Und so richtig, wir werden den Herrn, den Herrn preisen. Amen. Yes. Wir freuen uns, wenn wir uns dort treffen. Jawohl, denn Gott hat mehr für uns alle. Amen. Amen.